Was ist unsere Überzeugung als Muslime? Viele Leute werden uns sagen, ja, ihr habt keine Ahnung, ihr wisst nicht, was ihr sagt. Diese Leute mit Bärten, diese Leute, die hinter Kamelen gekommen sind, okay, alles, was du willst, sagst, kein Problem. Schimpfe, was? Aber hör mal richtig zu jetzt, was wir hier sagen. Und dann kannst du selber entscheiden. Okay? Wir sind davon überzeugt, dass Jesus nicht gekreuzigt ist und nicht gekreuzigt wurde. Und dass Jesus nicht tot ist, sondern Jesus lebt. Okay? Jesus lebt. Und seine Lebensweise oder Art ist so wie im Schlaf. Und Allah hat ihn gehoben, aufgehoben zu ihm. Und Jesus wird dann wiederkommen. Der wird seine Hände auf die Flügel von den Engeln tun. Und er wird vom Himmel, der wird vom Himmel herabkommen. Wo? Östlich von Damaskus, neben dem weißen Minarett. Okay? Und wir sagen auch, Jesus hat Wunder gehabt, aber mit Hilfe Allahs. Allah hat ihm diese Wunder gegeben und nicht er selbst. Und er hat keine Sünde begangen. Und er ist den Propheten, den wir lieben. Und wir sagen Muslime, unsere, was man mit uns heute macht hier, hat man damals auch mit Isa a.s. gemacht, mit Jesus. Und er ist unser Prophet. Und wir lieben ihn. Und wir sagen übrigens, seine Mutter Maria, Mariam al-Azra, die ist die Jungfrau Maria. Und für uns ist sie eine der besten Frauen der Welt überhaupt. Und für uns, barakallahu fikum, gibt es Wunder, die Jesus gemacht hat, die Christen nicht wissen, indem wir bestätigen, dass Jesus in der Wiege gesprochen hat, entweder einmal oder zweimal. In der Wiege hat er gesprochen, die Christen haben sowas nicht. Und damit ihr wisst, die anderen, liest mal ein bisschen Surat Maryam. Es gibt ein Surah im Koran, das heißt Maria. Ein Stück vom Koran heißt Maria bei uns. Liest, das soll man lesen, damit man weiß, was wir hier sagen als Muslime. Und wir sagen noch, hätte Jesus gesagt, ich wäre Gott, dann werden wir ihm folgen. Aber Jesus hat niemals gesagt, dass er Gott ist. Hätte Jesus gesagt, ich wäre Sohn Gottes, dann werden wir ihn bestätigen. Und wir werden das sagen. Aber er hat niemals gesagt, ich wäre Sohn Gottes. Und dazu, wo ist das Evangelium von Jesus? Das sollte man lesen doch. Ich will jetzt nicht in diese Diskussion reinkommen, weil das ist unfair, dass ich mit Leuten diskutiere, die keine Ahnung von ihrem Buch haben und die keine Geschichte kennen und die wissen nicht, was los ist. Die wissen nicht, die Armen. Bist du Elia? Nein. Der hat gesagt, nein. Als die Leute ihn gefragt haben, Johannes, wer bist du? Dann haben sie gesagt, Jesus, bist du der Messias? Der sagt, nein. Bist du der Prophet? Der sagt, nein. Der Prophet. Ich werde weggehen und euch ein Parakletos schicken. Und dieser Parakletos oder Parakletos, Parakletos und Parakletos, das ist eine Buchstabe. Einer heißt Muhammad Ahmed, das wird der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und einer heißt der Gesalbte oder derjenige, der tröstet, der Tröster oder der Lehrer. Und deshalb findest du in den Evangelien, dass sie jedes Mal das anders übersetzt haben. Und die haben kein Evangelium von Jesus. Übrigens an die Christen, die sich so groß machen und so weiter und die sagen, wir Muslime haben keine Ahnung. Hat einer von den Bibelschreibern, einer von ihnen, hat Jesus gesehen? Ja, sucht mal in eurer Religion, bevor ihr
Weil einige sagen, ja, dieser Mann, der hat da keine Ahnung, was er sagt. Woher hat er das? Ja, ich sage dir, woher. Von euren Quellen und von euren Büchern und mit Diskussionen mit euren Bischöfen und Kardinälen. Nicht mit irgendwelchen auf der Straße. Deshalb möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, keiner von den Bibelschreibern hat Jesus gesehen. Okay? Damit ihr wisst, ja, auch an unsere Muslime. Und Alhamdulillah, das wissen wir. Aber ich will nicht jetzt meine Zeit und mein Leben verlieren, dass ich mit den Leuten diskutiere für etwas, was klar ist. Jesus hat niemals behauptet, dass er Sohn Gottes ist. Niemals. Und keiner hat das sowas behauptet. Und komischerweise, die behaupten, dass Jesus gekreuzigt wurde. Und die haben in ihren Büchern, wer am Kreuz, wer am Holz, am Kreuz stirbt, ist verdammt und verflucht. Ist Jesus verdammt und verflucht? Möge Allah uns bewahren. Deshalb, barakallahu fikum, lasst mal diese Sache. Die Sache ist für uns klar. Deshalb, wir sagen den Leuten nur, wir glauben, alhamdulillah, rabbil alamin, dass Jesus kein Sohn Gottes ist. Und Allah braucht keinen Sohn. Und Gott braucht auch keinen Sohn. Ja, okay. Und zweitens, dass Jesus Prophet ist und wir lieben ihn und wir folgen ihm. Und wenn man behauptet, Jesus, Gott ist ein Mensch geworden und er ist gestorben am Kreuz für uns. Okay. Und dann, auch für uns? Oder nicht? Die sagen für alle Menschen. Okay, für uns alle.